7 Feuerwehren, 200 aktive Mitglieder und 50 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Diese stolzen Zahlen können sich sehen lassen. Die freiwilligen Feuerwehren Aholming, Wallerfing, Moos und Neusling arbeiten mit Langenisarhofen, Tabertshausen und Neutiefenweg zusammen. Wir kommen auf die Idee, weil das ein Problem ist mit der Jungheit zum Gewinnen für die Feuerwehr. Wenn wir zu den Jungen gegangen sind, haben die immer gesagt, ja, ist mein Freund dabei. Wenn der dabei ist, dann komme ich auch. Und dem war meistens nicht so. Dann haben wir gesagt, irgendwann, dann müssen wir mit zu den Freunden gehen. Und die sind in der Schule. Dann haben wir alle zusammengesessen von den 7 Feuerwehren, haben das besprochen und haben dann beschlossen, dass wir gezielt an die Schule gehen, wo alle beieinander sind. Und haben da dieses Projekt gestartet. Dieses war ein Projekttag an der Mittelschule Wallerfing. Hier ging es primär darum, Schüler für die Feuerwehr und somit für den Eintritt in die Jugendfeuerwehr zu begeistern. Seit Mitte des Jahres arbeiten die 7 Feuerwehren nun zusammen. Bisher gab es nichts zu bemängeln, ganz im Gegenteil. Die Erfahrung war durchwegs positiv. Durch die unterschiedlichen Personen, die in diesem Projekt dabei sind, erfragt man immer wieder neue Erkenntnisse. Was macht die andere Feuerwehr, was macht die Feuerwehr wieder zur Werbung von Jugendlichen? Auch von Konkurrenzkampf ist hier keine Spur. Es wird eng zusammengearbeitet, um eine gemeinsame Ausbildung zu ermöglichen. Konkurrenzkampf ist das falsche Wort. Also man lernt miteinander, wenn man etwas tut und jeder kommt von seinem Dorf raus und da geht er hier. Und wenn dann der Einsatz ist, kommt man ja zu seinem Feuerwehrhause. Also Konkurrenzkampf gibt es eigentlich nicht, nur miteinander. Und mehr wie los ist, umso besser ist. Auch Kreisbrandmeister Josef Fritsch ist begeistert, wie sich dieses Projekt entwickelt hat. Als Vertreter der Kreisbrandinspektion war ich da dabei bei der Aktion. Und ja, die Kreisbrandinspektion hat natürlich schon Freude und ist stolz drauf, dass sie da 7 Feuerwehren zusammengefunden haben und die Jugendarbeit da miteinander forcieren, dass auch in Zukunft der Nachwuchs gesichert ist. Ziel ist es natürlich, die Jugend feuerwehrübergreifend zu begeistern und auch zu halten. Wir wollen, dass man die Jungen bei der Stange hält und natürlich, man wünscht sich, dass der eine oder andere in den späteren aktiven Dienst übernommen wird. Und auch in Zukunft soll das Projekt weiter Bestand haben.